Willkommen zurück. In diesem Video wirst du nun die kleine Lösungsformel kennenlernen. Im nächsten Fenster vom Arbeitsblatt steht nun die Lösungen der quadratischen Gleichung x hoch 2 plus p mal x plus q ist gleich 0 sind. Und hier haben wir nun die sogenannte kleine Lösungsformel angegeben. Und ja, diese Lösungsformel liefert uns die Lösungen für quadratische Gleichungen dieser Form. Und hier steht x und dann klein 1 bei Strich 2. Und das bedeutet, dass es bis zu zwei mögliche Lösungen gibt für quadratische Gleichungen dieser Form. Das heißt, es kann theoretisch 0 Lösungen, eine Lösung oder zwei Lösungen geben. Und deshalb schreibt man hier dieses kleine, also x und dann klein 1 bei Strich 2. Nun ja, was hilft uns nun das Ganze? Wenn du dich an das letzte Video zurückerinnerst, dort haben wir uns die Gleichung x zum Quadrat plus 2x minus 15 ist gleich 0 angeschaut und wir haben diese Gleichung gelöst. Und wie sind wir da vorgegangen? Wir haben Umformungsschritte verwendet, und zwar die Umformungsschritte, die du hier auf der rechten Seite eingeblendet siehst. Und nun, wenn du dir diese Schritte nochmal in Erinnerung rufst und dann den allerletzten Schritt hier unten anschaust, dann entspricht diese Umformung hier genau unserer kleinen Lösungsformel. Das heißt, die kleine Lösungsformel ist im Grunde nichts anderes wie eine Abkürzung. Wenn man diese Umformungsschritte hier schon kennt und verstanden hat, dann muss man ja theoretisch nicht immer jeden einzelnen Schritt für sich machen, sondern man kann auch gleich direkt zum letzten Schritt springen. Und genau das macht die kleine Lösungsformel für uns. Das heißt, wir überspringen hier einige Umformungsschritte und kommen sozusagen mehr oder weniger direkt zur Lösung. Und wie machen wir das? Wir verwenden unsere kleine Lösungsformel und hier steht nun eine quadratische Gleichung der Form x zum Quadrat plus p mal x plus q. Das heißt, für unsere quadratische Gleichung wäre nun das plus 2 hier unser p und das minus 15 entspricht genau dem q von unserer quadratischen Gleichung. Das heißt, wir können hier nebenbei nochmal hinschreiben, p ist gleich 2 und q ist gleich minus 15. Nun brauchen wir nur mehr diese beiden Werte in unsere kleine Lösungsformel einsetzen und kommen somit ein bisschen schneller zur Lösung. Das werden wir gleich gemeinsam machen, aber versuch das zunächst bitte alleine. Also verwende die kleine Lösungsformel, um nochmal diese quadratische Gleichung hier zu lösen. Also drück bitte auf Pause und anschließend werden wir uns dann die Lösung gemeinsam anschauen. Gut, also wir wollen nun diese quadratische Gleichung mit Hilfe der kleinen Lösungsformel verwenden. Mit Hilfe der kleinen Lösungsformel lösen. Das heißt, wir können hier hinschreiben x1 bei Strich 2, also unsere zwei möglichen Lösungen, das heißt, eine Lösung wäre x1 und die andere Lösung wäre x2, ist gleich minus, und hier müssen wir nun das p einsetzen, das heißt 2 durch 2 plus minus. Und warum schreibt man hier jetzt plus minus? Weil sozusagen eine Lösung bekommen wir, indem dass wir hier plus verwenden, und die zweite Lösung bekommen wir, indem dass wir hier minus verwenden. Und sozusagen, da beides möglich ist, vermerkt man das hier mit dieser Plus-Minus-Schreibweise. Plus-Minus-Wurzel aus, Klammer auf, hier haben wir jetzt p, also wieder 2 halbe, Klammer zu, zum Quadrat. Und dann minus unserem q, und unser q ist ja minus 15, das heißt minus minus 15, Klammer zu, und das Ganze unter die Wurzel. Nun, wenn wir nun weiterrechnen, dann erhalten wir x1-2 ist gleich minus 1 plus minus, und hier unter der Wurzel erhalten wir insgesamt 16. Also hier habe ich übrigens das Minus vergessen, also minus minus 15, und minus ergibt natürlich plus. Das heißt, wir haben hier 1 plus 15, also insgesamt 16.
Und nun erhalten wir unsere beiden Lösungen. Die erste Lösung ist, also x1 erhalten wir, indem wir hier hinten plus wählen, also minus 1 plus 4. Das ist dann insgesamt 3. Und unsere zweite Lösung erhalten wir, indem wir hier hinten minus wählen, also minus 1 minus 4 ist gleich minus 5. Und genau das sind die beiden Lösungen, die wir auch in unserem letzten Video erhalten haben. Das heißt, du siehst, die kleine Lösungsformel ist nichts anderes als eine Abkürzung dieser Umformungsschritte hier. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.